I will switch to German now, because the next talk will be in German as well. And genau, dann auf Deutsch, da ist die Kamera. Genau, und zwar habe ich jetzt diese mögliche Aufgabe aus diesem Talk, wo es gerade noch um parasoziale Sphären ging, überzuleiten zu Katharina Nokun und den Astralleib-Impfen, beziehungsweise, genau, ich dachte mir kurz, vielleicht kennen wir ja auch alle Menschen, ich kenne Menschen, die an ihren Astralleib glauben. Und ich dachte mir, wir machen das jetzt einmal kurz so, dass wir jetzt alle zusammen uns einmal kurz vorstellen, wir hätten auch einen Astralleib. Und unser Astralleib geht jetzt, also wir gehen jetzt kurz in uns, stellen uns unseren Astralleib vor. Und dieser Astralleib nimmt jetzt die astrale Impfspritze und spritzt den anderen Astralleiben, von denen wir wissen, dass sie denken, dass sie Astralleiber hätten, ganz entspannt, subkutan, eine Covid-19-Impfung. Welche können wir uns ausdenken? Am besten BioNTech, ist gerade schwierig zu kriegen auf dem Astralleib-Markt, aber wir hoffen, dass auch alle mit BioNTech geimpft werden können. Genau, und jetzt kommt sozusagen Katharina Nokun mit Realität raus aus der parasozialen Sphäre, rein in die soziale Realität. Und Katharina Nokun wird uns jetzt erklären, wie man denn mit Menschen umgeht, die ja ganz fest an ihren Astralleib glauben und wie man sie vielleicht wieder zurückbekommt aus ihren Weltbildern mit, ja. Wer ist denn eigentlich diese Katharina Nokun? Bitte? Wer ist denn das eigentlich? Du musst nämlich noch 2 Minuten. Muss noch 2 Minuten. Ich weiß, Katharina Nokun hat mir letztes Jahr bei der Lage der Nation, ich saß bei ihrem Freund und der, ja, der war sehr, sehr weit in diese Querdenker-Geschichte reingelaufen und ich habe dann diesen Talk mit ihr angemacht bei der Lage der Nation, wo sie darüber redet, über wie das funktioniert, diese Verschwörungsweltbilder, beziehungsweise, ja, und oh mein Gott, wer ist Katharina Nokun? Katascha. Kennst du Katascha nicht? Ha, ja, dann würde ich gleich die Aufgabe geben, geh mal auf Twitter, find sie heraus, und sie hat in den letzten Jahren 2 Bücher veröffentlicht, soweit ich weiß, letztes Jahr war es Fake Facts, ging sozusagen um ja Fake Facts und wie man damit sozusagen auch aus einer ja auf dem Boden gebliebenen Perspektive umgehen kann. Und dieses Jahr ist dann True Facts rausgekommen und das handelt meines Wissens mehr davon, genau, wie man mit Menschen umgeht, die, da wird sie jetzt gleich uns mit Sicherheit mehr zu erzählen, halt ganz tief in diesen Verschwörungsbildern drin hängen und genau, wie wir mit den Leuten umgehen. Und ja, dann würde ich jetzt sagen, Talk ab. Herzlich willkommen beim Vortrag Hilfe, mein Astralleib wird geimpft, die wundersame Welt esoterischer Verschwörungserzählung. Ja, dass Esoterik und Verschwörungsglaube, dass es da einen Zusammenhang gibt, das ist für Experten keine Neuigkeit. Ins öffentliche Bewusstsein kam diese Tatsache vor allem aufgrund eines Ereignisses, das sich im letzten Jahr in Berlin abspielte. Da war es nämlich so, dass bei dem sogenannten Sturm auf den Reichstag, ich setze das bewusst in Anführungsstriche, dass vor diesem Ereignis es eine Rede gab, die wurde gehalten von einer Frau namens Tamara K. auf einer kleinen Bühne vor dem Reichstag. Tamara K. ist Heilpraktikerin aus der Eifel und sie hat in ihrer Rede davon gesprochen, dass Trump in Berlin sei, dass man jetzt ein Zeichen setzen müsse, und sie hat auch die Teilnehmer der Demonstration dazu aufgerufen, dann eben die Treppen des Reichstages zu erklimmen und dort eben bis zum Eingang vorzudringen. Julius Geiler, Journalist beim Tagesspiegel, hat später in einem Beitrag oder vor einem Beitrag recherchiert, dass sie schon vorher eine Rede gehalten hatte, nämlich vor der russischen Botschaft. Und dort hat sie davon gesprochen, dass es einen Friedensvertrag geben müsste, dass man in einem BRD-Regime leben würde, was darauf schließen lässt, dass die Frau eben auch eine gewisse Nähe zu Reichsbürgerideologien hat. Und ja, auch das, was sie vor dem Reichstag gesagt hat, lässt darauf schließen, dass sie eben auch an die sogenannte QAnon-Verschwörungserzählung glaubt. Und für viele Menschen kam dieser Zusammenhang überraschend. Man fragt sich, wie kann es sein, dass so etwas ja selbst unter Heilpraktikern verbreitet ist? Wie passt das zusammen, dass wir einerseits durchtätowierte Reichsbürger auf einer Demonstration haben und andererseits Gruppen, die beispielsweise Hare Krishna singen und eher so aus dem esoterischen Spektrum kommen? Und hierzu muss man sagen, naja, dieser Zusammenhang oder dieses Überschneiden unterschiedlicher Gruppierungen, das ist eben ein Phänomen, das lässt sich auch international beobachten. In den USA
USA gab es zahlreiche Medienrecherchen, vor allem auch im letzten Jahr, die sich mit der Frage beschäftigt haben, wie es sein konnte, dass QAnon-Verschwörungserzählungen sich sogar in der Yoga-Szene oder in Teilen der Yoga-Szene besser gesagt verbreiten konnten. Und hierzu muss man sagen, es gab natürlich auch schon vor Corona ein weites Spektrum von Impfgegnern, radikalen Impfgegnern, die auch jegliche Impfungen abgelehnt haben, die eben auch eine starke Verbindung zum Esoterik-Spektrum hatten. Und man muss sagen, dass QAnon eben auch durch eine bestimmte Form von Narrativen Anschluss gefunden hat, vor allem auch an weibliche esoterische Milieus. In dieser Geschichte wird nämlich behauptet, dass Gegner von Trump Kinder entführen würden, sie foltern würden, ihnen das Blut abzapfen würden, um daraus ein Verjüngungsserum zu gewinnen, also eine pure Fantasiegeschichte. Aber das hat die Geschichte natürlich auch besonders anschlussfähig gemacht, auch ja gegenüber einem weiblichen Zuhörerkreis, weil das eben anschlussfähig war an Geschichten, die man vielleicht schon kannte, ja, in Bezug auf Kindesmissbrauch, aber auch in Bezug auf die sogenannte Satanic Panic aus den 80ern und 90ern. Und wie gesagt, es ist nicht überraschend für Experten, dass eben auf verschwörungsideologischen Demonstrationen auch Anhänger aus dem Esoterik-Spektrum auftreten. Fakt ist, es gab schon immer diese Überschneidungen zwischen den Milieus, also auch zwischen rechtsextremen Spektrum, verschwörungsideologischem Spektrum und Esoterik. Und Tatsache ist, Esoterik ist für viele Menschen ein Einstieg in die Szene. Zahlreiche Sekten und Esoteriker nutzen Verschwörungserzählungen, um die Welt als feindlich darzustellen. Man muss sich klar machen, das ist natürlich auch ja so eine Art Immunisierungsfunktion gegen Kritik, indem man sagt, alle um uns herum, die sind Teil einer Verschwörung, glaube nur mir. Das ist natürlich etwas, das kommt sowohl Gruppen sehr zu Pass, die ein sehr autoritäres Verständnis von Politik haben, als auch natürlich Gurus und Sekten, die für sich beanspruchen, alleine die Wahrheit für sich gepachtet zu haben. Und sowohl in Verschwörungserzählungen als auch in der Esoterik gibt es Überschneidungen im Weltbild. Ja, man geht von einem gewissen Dualismus aus. Und Dualismus bedeutet, die Welt lässt sich auch einteilen. In einer Verschwörungserzählung glaubt man, es gibt die Guten, das ist die eigene Gruppe, und es gibt die absolut Bösen, das sind die Verschwörer, gegen die man kämpft. Und in der Esoterik glaubt man eben häufig auch, es gibt die Kräfte des Lichts und die Kräfte des Dunkels und die stehen eben in einem konstanten Kampf miteinander. Und ähnlich ist auch, dass man sowohl bei Verschwörungserzählungen als auch bei esoterischen Gruppen häufig glaubt, dass man Zugang zu einer verborgenen Welt oder zu einer verborgenen Wahrheit hätte. Ja, und zwar exklusiv Außenstehende können das gar nicht durchdringen. Das heißt, es gibt auch eine Abgrenzung zur Umwelt, indem man sagt, naja, wir sind sozusagen erleuchtet, wir sehen mehr als andere und ihr könnt das gar nicht verstehen. Euch fehlen vielleicht auch die spirituellen Sinnesorgane dafür und man selbst sieht sich eben als ganz besonders an. Und diese Selbstaufwertung ist auf psychologischer Ebene natürlich hochgradig attraktiv für einige Menschen, ne? Weil man glaubt, man ist sozusagen Eingeweihter und Außenstehende lassen sich steuern oder belügen. Ja, man selbst wertet sich auf und wertet die Umwelt ab. Und um nochmal zu den Reichsbürgern und Esoterikern auf Querdenken-Demos zurückzukommen. Man muss sich einfach klar machen, dass es schon lange Jahre eine sehr rege Diskussion gab, dass die mangelnde Abgrenzung in Teilen der Esoterik-Szene ein riesiges Problem ist. Ja, da werden beispielsweise Dinge gesagt wie, wir sind nicht rechts oder links, wir sind einfach frei. Und das bedeutet natürlich auch, dass man sich von rechtsextremen Gruppierungen oder antisemitischen Gruppierungen nicht distanziert. Und wenn man sich mal auf Esoterik-Konferenzen rumtreibt, was ich gemeinsam mit meiner Co-Autorin Pierre Lamberti auch im Zuge unserer Buchrecherchen tatsächlich gemacht habe, dann stößt man immer wieder auf Verschwörungserzählungen oder auf Verlage, die beispielsweise auch Dinge publiziert haben von Menschen, die wegen beispielsweise Holocaust-Verharmlosung oder Volksverhetzung verurteilt worden sind oder sogar Holocaust-Leugnung. Man muss sich auch klar machen, es gibt da auch stabile Bündnisse in der Szene, so beispielsweise die sogenannte Antizensur-Koalition. Das ist ein Bündnis, da finden sich Holocaust-Leugner, aber eben auch Sekten und Esoteriker wieder. Und
Es gab eine ganz interessante Studie von Roland Illenhoff und Pia Lamberti aus dem Jahr 2018. Die haben sich nämlich angeschaut, gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Glauben an sogenannte alternative Heilmethoden, und damit sind explizit esoterische Verfahren wie beispielsweise Reiki und Handauflegen gemeint, und dem Glauben an Verschwörungen. Und es hat sich gezeigt, dass Menschen, die an solche Dinge glauben oder vielleicht auch selbst anwenden, dass die viel häufiger an Verschwörungen glauben als Menschen aus der Durchschnittsbevölkerung. Da ist natürlich die Frage, kommt man über die Esoterik zum Verschwörungsglauben oder aber kommt man vom Verschwörungsglauben zur Esoterik, weil man beispielsweise glaubt, alles wird durch die Pharmaindustrie gesteuert, den kann ich nicht vertrauen. Das ist natürlich eine offene Frage. Fakt ist aber, es lässt sich hier ein Zusammenhang messen. Und man muss sich einfach klar machen, dass die Esoterik gerade im Gesundheitsbereich schon immer ein Riesenmarkt war. Da werden hunderte Millionen jedes Jahr umgesetzt. Und Verschwörungsmythen über Wissenschaft und Medizin werden häufig herangezogen als Erklärung, warum die jeweiligen, in Anführungsstrichen, Heilmethoden nicht verifiziert werden können oder warum die wissenschaftlich nicht anerkannt werden. Da wird beispielsweise behauptet, ich kann per Hand auflegen, kann ich halt super deinen Rheuma heilen, aber die Pharmaindustrie möchte nicht, dass das bekannt wird, weil dann könnten sie ihre Produkte nicht verkaufen. Dass allerdings derjenige, der behauptet, per Handauflegen heilen zu können, durchaus seine Dienstleistungen sich auch sehr teuer bezahlen lässt, das wird dabei einfach beiseite gewischt. Man muss sich klar machen, einfach, dass in der Esoterik-Szene ähnliche Feindbilder wie eben auch in zahlreichen Verschwörungserzählungen schon immer verbreitet wurden. Also das Feindbild beispielsweise die Medien, also wenn Medien kritisch über esoterische Verfahren berichten, oder aber die Wissenschaft, weil es eben keine wissenschaftliche Evidenz für Verfahren gibt, oder aber die Politik, wenn beispielsweise darüber diskutiert wird, ob esoterische Verfahren beispielsweise durch die Allgemeinheit im Rahmen von Krankenversicherungen bezahlt werden sollen. Und problematisch ist vor allem auch, dass da eben auch häufig begrifflich suggeriert wird, dass esoterische Verfahren gleichwertig wären mit medizinischen Verfahren. Der Begriff der Schulmedizin ist da exemplarisch zu nennen. Der ist unglaublich weit verbreitet, wird auch häufig sehr unkritisch benutzt. In der Berichterstattung finde ich total problematisch, weil der Begriff Schulmedizin natürlich suggeriert, es gäbe neben der Medizin, die an Universitäten gelehrt wird, noch eine andere Form von Medizin, die gleichwertig ist. Also das Wort Alternativmedizin wird im Esoterik-Kontext auch sehr häufig benutzt. Alternative suggeriert, das ist irgendwo gleichwertig, wo man sagen muss, nein, das ist nicht gleichwertig. Für esoterische Verfahren gibt es einfach keine wissenschaftliche Evidenz. Und was man sich auch klar machen muss, ist, dass der Begriff der Schulmedizin eine unglaublich problematische Vergangenheit hat. Also zur NS-Zeit wurde eben auch Hetze betrieben, da wurde davon gesprochen, von der verjudeten Schulmedizin in Abgrenzung zu anderen Verfahren. Und wer sich mit Geschichte so ein bisschen auskennt, weiß auch, dass aus der Führungsriege der NSDAP auch einige namhafte Akteure eben an Esoterik geglaubt haben und selbst angewendet haben. Ja, aber kommen wir jetzt zu der Frage, was für Auswirkungen hat der Glaube an Esoterik im Kontext Corona? Und da stoßen wir auf sehr absonderliche, sehr erstaunliche und auch sehr erschreckende Beispiele. Unter anderem gab es zahlreiche Akteure, Gurus, Heiler und so weiter und so fort, die behauptet haben, man könnte mit Zahlen und Buchstaben Corona in die Flucht schlagen. Und mit Zahlen und Buchstaben sind hier explizit nicht wissenschaftliche Studien gemeint, sondern etwas komplett anderes. Der gute Professor Schwurbelstein, ein Mensch, der sich auf Social Media sehr kritisch mit Esoterik und Verschwörungserzählungen auseinandersetzt, hat folgenden Post aus einschlägigen Gruppierungen ausgegraben. Da hat jemand geschrieben, ich bin ein souveränes geistiges Wesen und unterstehe dem Gesetz des freien Willens, den ich hiermit kundtue. Gleichzeitig spreche ich für meine unmündigen oder mind-controllten Kinder sowie nicht mehr entscheidungsfähigen Eltern, die ich meine Verfügung einschließe. Rechtschreibfehler aus dem Text. Ich sende diese Entscheidung ins gesamte Universum hinaus. Doppelpunkt. Ich verweigere mich der Alien Invader Force Agenda, die das Ziel verfolgt, mich durch Nanobots und andere technische Receiver zu manipulieren. Ja,
Also das Prinzip dahinter anscheinend ganz einfach. Kein Bock auf neue Weltordnung, einfach per Telegram oder per Social Media einen Post absetzen, in dem man sich unabhängig erklärt und ja, ist man geschützt. Wir kennen das Prinzip eben auch bei so ziemlich allen Änderungen der Facebook-AGB. Da haben wir vielleicht auch schon gelernt, dass es nicht funktioniert. Interessant ist aber, dass tatsächlich solche Erklärungen häufig in verschwörungsideologischen Milieus anzutreffen sind, vor allem auch in Reichsbürgerkreisen. Da glauben beispielsweise Menschen, indem sie einfach beispielsweise einen Zettel an ihrem Haus anbringen, wo sie sagen, ich erkläre mich unabhängig oder online irgendwie veröffentlichen, ja, ich gründe jetzt hier mein eigenes Königreich, da müssen sie keine Steuern mehr zahlen, ist natürlich nicht so, sieht das Finanzamt anders, auch andere Annahmen, wie etwa man könne sich mit einem Führerschein selbst basteln, werden von den Behörden nicht geteilt. Interessant war auch, dass gleich zu Beginn der Pandemie zahlreiche Postings auf Social Media kursierten, wo Menschen behauptet haben, man könne mit Hilfe von Schutzzeichen oder magischen Zahlen Corona abwehren. Na, also man braucht keine Medizin, keine Impfung, nein, eine einfache Zahl, wenn man die kennt, reicht. Da gab es beispielsweise einen Aufruf von unterschiedlichen Energetikern, in Anführungsstrichen, einfach überall eine Zahl zum Schutz gegen Corona aufzumalen. Und die Zahl lautete 537354. Man kann also sagen, aus deren Sicht, ja, also wenn ich in diese Präsentation hier diese Zahl eingebaut habe, sind wir alle von Corona safe. Klingt total übertrieben, ist auch kompletter Unsinn. Aber ganz ernst gemeint war der Ratschlag eben auch an Behörden, an Krankenhäuser, ja, ihr müsst überall diese Zahl aufmalen und dann seid ihr geschützt. Ja, und da fragt man sich natürlich, woher hast du diese Zahl? Ja. Und da war die Erklärung durchaus kreativ. Da hieß es nämlich, diese Botschaften haben wir von Wesen bekommen, die nicht auf dieser Erde leben und dieses Wissen noch in sich tragen. Ob das jetzt Aliens sind, Geistwesen oder was auch immer, kann man nicht genau sagen. Wenig erstaunlicherweise haben Behörden diese Zahl nirgendwo dran gemalt. Ja, das Prinzip Heilen nach Zahlen ist tatsächlich in der Esoterik-Szene auch weiter verbreitet. Da hieß es etwa von einem Mediziner auf Social Media in einem Facebook-Post, der hat so ein Bild veröffentlicht mit einem Symbol und dann hieß es, du kannst dieses Zeichen auf Wasser übertragen. Stelle dazu einfach ein Glas Wasser für mindestens 3 Minuten auf dieses Symbol und trinke das Wasser danach über den Tag verteilt schluckweise. Ja, und dann kam noch so der Hinweis, dass man sich auch draufstellen kann, allerdings mit dem Disclaimer maximal 3 Minuten. Was nach 3 Minuten passiert, wurde dann nicht gesagt, ob das jemand geglaubt hat. Gute Frage. Solche Beiträge wurden aber teilweise auch ganz gut auf Social Media geklickt. Was steckt dahinter? Also wie kann es sein, dass Menschen an so etwas glauben? Wie kann es beispielsweise sein, dass Menschen auch glauben, ein QR-Code könnte sie vor irgendetwas schützen, indem man diesen QR-Code beispielsweise ja irgendwo hinlegt und dann Wasser draufstellt oder gleich auf ein Wasserglas aufbringt? Naja, Numerologie und der Glaube daran, dass sich Informationen auf Wasser und Körper irgendwie magisch übertragen lassen, das Ganze hat eine echt lange Geschichte in der Esoterik. Und online gibt es zahlreiche dubiosen Anbieter, die beispielsweise Runen, Erste-Hilfe-Sets anbieten mit irgendwelchen magischen Zeichen, die man sich bei Knochenbrüchen, bei allerhand Problemen aufmalen kann und dann ist man sozusagen geheilt. Es gibt auch sogenannte Seelenrunen. Ja, die sollen dann gegen psychische Erkrankungen helfen. Das Interessante an dieser ganzen Runengeschichte ist, dass vieles davon einfach ausgedachte Zeichen sind und dass, wenn man sich so ein bisschen mit der Geschichte von Runen beschäftigt, schnell zu dem Ergebnis kommt, dass wahrscheinlich das halt etwas vollkommen Neues, frei Erfundenes ist und mit alten Runen auch recht wenig zu tun hat. Besonders perfide ist, dass so manche Anbieter auch so eine Warnung anbringen, weil man könnte ja denken, okay, auf der Webseite habe ich jetzt diese Runen gesehen, kann ich mir einfach abmalen, cool, brauche ich den Typen oder die Frau nicht, muss ich halt auch nichts buchen. Falsch gedacht, ja, also da wird beispielsweise behauptet, wenn man diese Runen falsch abschreibt, ja, oder mit den falschen Gedanken dabei ist, wenn man das aufmalt, dann droht Krankheit und Unheil. Ja, und das ist wahrscheinlich auch so eine Schutzbehauptung, meiner Vermutung nach, um das eigene Geschäftsmodell zu schützen, damit die Leute fleißig weiter irgendwelche Anhänger, Talismane oder eben auch extra für sie aufgemalte Zeichen
online kaufen. Ja, und dieser Glaube, dass man Informationen auf Wasser übertragen kann. Das ist etwas, das werden die Hörerinnen und Hörer des methodisch inkorrekt Podcasts sicher wissen, dass es in der Esoterik-Szene verbreitet ist. Stichwort informiertes Wasser oder irgendwie behandeltes Wasser. Ja, also beispielsweise Grander Wasser ist da so ein Anbieter, der sowas anbietet. Im Kontext Corona sind aber noch ganz neue Anbieter auf den Plan getreten mit ganz neuen Produkten. Da kann man beispielsweise auf einer Website sogenannte Rostock Essenzen kaufen mit dem Covid-Akut-Set. Das sind dann, ist dann eine Reihe von Fiolen mit irgendeiner Flüssigkeit. Und dann habe ich mir mal angeschaut im FAQ auf der Webseite, was ist denn da drin? Und da wird davon gesprochen, Zitat, grundsätzlich unterscheidet man bei den Rostock-Produkten zwischen dem Informationsanteil, in Klammern Software, für bestimmte Anforderungen und den Trägermaterialien, in Klammern Hardware, worauf diese Informationen gespeichert werden. Aus dieser Kombination entstehen unsere Globuli, Essenzen und Plaketten etc. Und mit Plaketten ist halt tatsächlich gemeint, über die Seite kann man sich auch Plaketten kaufen, die man irgendwo anbringt und dann ist man auch für irgendwas energetisch geschützt. Ja, und aus welchen Inhaltsstoffen bestehen die Essenzen? Ja, hauptsächlich aus Alkohol und sogenannten informierten Wasser. Und man muss sich halt auch wirklich klar machen, was informiertes Wasser bedeutet. Das heißt, jemand hat Wasser hingestellt, behauptet, er hat dann an irgendwas gedacht oder halt irgendwie ein Zeichen dran gemacht oder es halt irgendwie auf irgendeine esoterische Art und Weise behandelt. Was da eigentlich verkauft wird, ist für 100 Euro Wasser in unterschiedlichen Fiolen, gemischt mit vielleicht Alkohol. Aber das, was als Wirkstoff verkauft wird, ist ja pure Magie oder Gedankenkraft. Ja, und der Glaube, dass man Corona mit Gedankenkraft besiegen kann, das ist wirklich ein Dauerbrenner in der Esoterik-Szene. Da gab es beispielsweise folgenden Aufruf. Ja, der wurde eben geteilt, unter anderem von der Gesundheitssprecherin der Grazer FPÖ. Da wurden Menschen dazu aufgerufen, ja, zu meditieren gegen Corona. Also eine Meditation zur endgültigen Auslöschung des Coronavirus. Wow. Ja, und die Idee war, wenn 1 Million Menschen gleichzeitig meditieren und ihre Gedanken ganz krass fokussieren, dann verschwindet Corona einfach. Ja, und wie soll das passieren? Ganz einfach, also erstmal der Tipp, Zitat, bringe deine Absicht zum Ausdruck, diese Meditation als ein Werkzeug zu verwenden, um den Planeten in die optimale Zeitlinie zu bringen, was auch immer das sein soll, und als ein Werkzeug, um das Coronavirus vollständig zu entfernen. Ja, und ein magisches Licht soll die Welt desinfizieren. Nichts damit Hände waschen und alles andere braucht man dann nicht mehr. Meditation soll ausreichen. Jetzt muss man sagen, naja, hat offensichtlich nicht funktioniert. Und im Eingangspost heißt es auch, ja, hilft nicht, schadet nicht, Herzchen, Herzchen. Muss man sagen, naja, also es hilft offensichtlich nicht, schadet es. Naja, ich glaube schon, dass man in dieser Zeit, diesen 20 Minuten Meditation, durchaus etwas Sinnvolles hätte machen können, beispielsweise Hände waschen. Ja, und wir alle befinden uns ja, ja, oder viele von uns besser gesagt, im Homeoffice. Ja, also das ist natürlich nicht in allen Berufen möglich, aber in denen, wo es möglich ist, sind eben viele Menschen in den letzten Monaten nach und nach ins Homeoffice gewandert und arbeiten von dort aus. Und das gilt natürlich nicht nur für uns alle, sondern natürlich auch für Gurus und Geistheiler. Und der gute Christian Kreil, der auch wirklich wunderbare Recherchen beim Standard immer wieder veröffentlicht, zu den Absonderlichkeiten des Esoterikmilieus, hat mal ein interessantes Experiment gemacht. Er hat nämlich gesehen, naja, es gibt eben Heiler, die Fernheilung anbieten. Ne? Das heißt, man ruft an oder per E-Mail vereinbart was und die konzentrieren ihre Gedankenkraft und heilen dann Leute aus der Ferne. Und der hat sich gefragt, so naja, vielleicht können die mir auch ein Angebot zu Corona machen. Hat sich also eine Geschichte überlegt, dass seine Mutter angeblich im Krankenhaus liegen würde mit Corona. Ne? Also schon wahrscheinlich schwerer Verlauf. Und hat mal gefragt, naja, was könnt ihr mir denn bieten? Er hat 30 selbsternannte Heiler kontaktiert. Und davon hat nur einer gesagt, ich kann nicht helfen. Ja, alle anderen haben irgendwelche Angebote geschickt. Eine gewisse Ira Wolf verspricht etwa Stärkung gegen das Virus. Ihre Geistheilung unterstütze
Heilungsprozesse auf körperlicher, emotionaler, mentaler sowie auf spiritueller Ebene. Für 2 Wochen intensive Hilfe bitte ich um einen Beitrag von 980 Euro, schreibt sie. Das heißt, 980 Euro zahlt man jemanden dafür, dass dieser jemand Fernheilung betreibt. Und dann gab es noch eine andere Antwort von der Wiener Energetikerin Birgit Thiel, die sich wahrscheinlich so ein bisschen absichern wollte. Wer weiß, ob sie wirklich so viel Vertrauen hat in ihre Methode, man weiß es nicht. Jedenfalls wird da gesagt, ihre energetische Harmonisierung könne bedeuten, dass ihre Mutter sich wieder schnell erholt. Andererseits aber auch, dass sie sich bereits für einen anderen Weg entschieden hat. Also das heißt, wenn es nicht wirkt, dann hat die Mutter sich für einen anderen Weg entschieden, dann kann man halt nichts machen. Sein Geld bekommt man dann wahrscheinlich aber nicht zurück. Ja, und der Glaube daran, dass man Virusinfektionen einfach selbst wegmeditieren kann, der findet sich tatsächlich immer wieder so unter Esoterikern. Der eine oder andere wird sich vielleicht noch an Christoph Fasching erinnern. Der gute Mann wurde bekannt, auch international bekannt, dadurch, dass er erfolgreich einen energetischen Schutzring für das Krankenhaus Wien-Nord verkauft hat. Ja, und dafür 95.000 Euro kassiert hat, was durchaus eine weltliche Meisterleistung ist, wenn man bedenkt, dass solche energetischen Schutzringe überhaupt nichts bringen. Und das sogenannte Team Fasching forschte bereits 2015 zu Viren, wobei man Forschen hier wirklich in Anführungsstriche setzen muss. Das Team hat nämlich eine sehr interessante Methode entwickelt, wie man mit Viren umzugehen hat. Was wir alle anscheinend nicht wissen, ist, es gibt einen 5-Punkte-Plan. Und wenn man sich an den hält, ist man geheilt. Und man muss einfach auf folgende Weise vorgehen. Erstens, man muss denken, ich verbinde mich mit sämtlichen Blutkörperchen in meinem Körper. Zweitens, ich bitte euch um eure volle Aufmerksamkeit. Also, liebe Blutkörperchen, aufmerksam hergehört. Ne? Und dann muss man folgende Botschaft überbringen. Du bist alleine. Du hast hier nichts verloren, ja, auch in Richtung des Virus. Und dann viertens nochmal nachsetzen, du musst gehen. Ja, und fünftens einfach bedanken, vielen Dank für eure Mithilfe und zack, ist man geheilt. Ja, funktioniert natürlich nicht. Keine wissenschaftliche Evidenz, vollkommen ausgedacht. Was ziemlich verbreitet ist unter Menschen, die so ein bisschen esoterisch angehaucht ist so dieser Glaube, dass positive Gedanken einen vor Corona schützen. Und das geht oftmals mit einer hemmungslosen Überschätzung der eigenen Abwehrkräfte einher. Ja, und so dieses Narrativ von denk positiv, dann wird dir schon nichts passieren oder dann hast du vielleicht einen leichteren Verlauf oder du steckst dich vielleicht gar nicht an. Das ist für viele Menschen auf den ersten Blick ganz schön einleuchtend, verlockend, weil man vielleicht denkt, wir alle haben ja von psychosomatischen Erkrankungen gehört. Und da gibt es ja auch wissenschaftliche Evidenz, dass die Psyche da eben auch einen Einfluss haben kann. Und wir alle wissen, dass Stress sich negativ auf den Körper auswirken kann. Das einzige Problem mit diesem Glaube, dass positive Gedanken einen vor Corona schützen, ist natürlich, egal was man denkt, wenn man Corona-Aerosole einatmet, dann ist man infiziert. Ja, und egal was man gedacht hat, das bleibt dann auch erstmal so. Und natürlich kann man sagen, wenn man sich irgendwie gut fühlt, dann kann das Immunsystem gut arbeiten. Ob das dann wirklich im Fall Corona einen schweren Verlauf verhindern kann, das wage ich stark zu bezweifeln. Problematisch an solchen Narrativen ist, wenn sie ins Extrem geführt werden, dass dann schnell aus einer rationalen Risikoabwägung eine schädliche Angst wird. Ne? Also immer, wenn ich dann drüber nachdenke, könnte ich mich hier anstecken, ne? Dann hat man so eine Autokorrektur im Kopf, so Moment mal, das sind negative Gedanken, die darf ich gar nicht denken, weil wenn ich das denke, dann werde ich mich erst recht infizieren. Ja, und im Extremfall können dann Schutzmaßnahmen wie zum Beispiel Masken als schädlich angesehen werden. Weil wenn ich eine Maske trage, dann habe ich das Risiko von Corona sozusagen auch immer vor Augen. Ergo ist das schlecht für meine Psyche. Ergo stärke ich mich dann erst recht an. Das heißt, man verwirft Maßnahmen, die total sinnvoll sind, weil man glaubt, sich dadurch vor Corona zu schützen. Und ich sehe hier noch ein weiteres Problem. Man muss sich ja überlegen, was ist dann eigentlich mit den Menschen, die sich trotz dieser ganzen positiven Gedanken infizieren? Ja, dann ist ja die Erklärung wahrscheinlich, dann hat derjenige halt nicht positiv genug gedacht. Dasselbe gibt es übrigens auch in religiösen Ausprägungen, wo etwa behauptet wird, Jesus ist dein Immunsystem und wenn du dich trotzdem infizierst, dann hast du wahrscheinlich nicht genug gebetet.
Ja, und das Perfide an der Sache ist, schuld ist anscheinend dann immer der Erkrankte und nie der selbsternannte Heiler. Es gibt auch Spielarten der Esoterik, die die Existenz von Viren vollkommen leugnen. Und zwar nicht erst seit Corona, sondern schon davor. Ein Beispiel dafür ist die sogenannte germanische Neue Medizin. Die germanische Neue Medizin wurde von einem gewissen Mensch namens Harmer begründet, der auch tatsächlich mal Arzt war. Ihm wurde dann die Approbation sehr schnell entzogen, als er dann seine Ideen verbreitet hat. Der hatte beispielsweise so diese Vorstellung, dass Erkrankungen immer auf einen inneren Konflikt im Patienten zurückgeführt werden. Also egal ob Krebs, AIDS oder ja, vielleicht auch Karies. Es gibt immer einen inneren Konflikt, der dahinter steht. Und das heißt, man muss sich gar nicht medizinisch behandeln, sondern man muss dann ganz viel über diesen angeblichen Konflikt, den man hat, reden. Und dann wird es von allein besser. Unter anderem hat er eben auch propagiert, dass Chemotherapie und OPs bei Krebs grundsätzlich abzulehnen wären, ebenso wie Schmerzmedikamente, was dazu geführt hat, dass tatsächlich viele seiner Patienten gestorben sind. Es gab dann auch Rechtsstreitigkeiten, das heißt, Hinterbliebene der Menschen, die gestorben sind, haben Harmer verklagt. Er saß auch mehrfach im Knast und ist schließlich dann vor seinem Tod eben auch nach Norwegen ausgewandert, um sich vor Auslieferungen an andere Staaten zu schützen. Und obwohl Harmer tot ist, wird das heute immer noch weiter propagiert, was er damals eben so in die Welt gesetzt hat. Und seine Anhänger waren vor Impfungen und glauben an eine große Verschwörung in Medizin und Gesellschaft. Ja, also unter anderem auf Webseiten seiner Anhänger liest man auch immer wieder das Wort Deep State. Ne? Also auch ganz klar auch eine Anknüpfung zu QAnon-Verschwörungserzählungen, zu allerhand anderen Verschwörungserzählungen. Und wenn man sowas hört, dann fragt man sich ja schon, warum glauben Menschen das? Also warum glauben Sie beispielsweise, dass Karies ausgelöst wird durch Angst vor Migranten? Ja, was offensichtlicher Bullshit ist. Naja, es gibt da einige Erklärungsansätze. Also beispielsweise, wenn man eine schlimme Diagnose bekommt, dann ist das erstmal überwältigend. Ja, und Menschen versuchen immer einen Sinn in Dingen zu sehen. Ja, und wenn man jetzt präsentiert bekommt, dass diese Krankheit angeblich ein Zeichen meines Körpers ist, um mich auf einen guten Weg zu bringen, ja, dann ist das etwas, das für einige Menschen tatsächlich irgendwo attraktiv ist als Glaubensmodell. Ja, und wenn gesagt wird, dahinter steckt ein Konflikt, ja, also jeder hat sehr zig Konflikte im Leben, wo man auf die Schnelle irgendwas herbeizaubern kann, wo es angeblich einen Zusammenhang gibt. Was auch reinspielt, vor allem bei schweren Erkrankungen wie beispielsweise Krebs, ne, muss man sagen, ist natürlich Angst vor Behandlungsmethoden. Wenn einem einer einredet, naja, Chemotherapie wirst du bei mir nie machen müssen, weil wir kriegen das auch ohnehin, wer möchte es nicht schon glauben, weil Chemotherapie natürlich auch unglaublich belastend für den Körper sein kann. Und dahinter steckt natürlich auch so diese Sehnsucht nach, ja, einer Kontrolle über die Krankheit, ne, weil diese Menschen einem ja einreden, dass ich selbst allein durch die Auseinandersetzung mit dem Konflikt quasi alles in der Hand habe. Ja, also ich kann mich heilen, egal wie aussichtslos es ist. Das heißt, es stehen auch absolute Heilsversprechen im Raum, die ein seriöser Arzt niemals machen würde. Kommen wir nun zum nächsten Thema. Impfen, impfen, impfen. Das ist die Antwort auf die Pandemie. Wird in der Esoterik-Szene aber durchaus anders gesehen. Interessant ist vor allem, dass in den letzten Monaten immer wieder einzelne Medienberichte aufgetaucht sind, die darüber berichtet haben, dass einzelne Heilpraktiker, Ärzte oder sogar Apotheken homöopathische Impfstoffe verkauft hätten. Hierzu muss man wissen, die Homöopathie geht auf Samuel Hahnemann zurück, der veröffentlichte um 1800 sein großes Werk, Organon der rationellen Heilkunde. Und darin hat er propagiert, man könne eben alle möglichen Krankheiten heilen, indem man bestimmte Stoffe nach einem bestimmten Prinzip auswählt, die gegen eine bestimmte Krankheit helfen. Und die müssen umso stärker sie sein sollen, eben nur weiter verdünnt werden. Das ist natürlich wissenschaftlich total paradox, weil in der Homöopathie werden Dinge so weit verdünnt, dass man den Wirkstoff gar nicht mehr nachweisen kann. Das heißt, das, was die Menschen da nehmen, ist dann Zucker oder Wasser ohne Wirkstoff. Und das wirkt natürlich nicht über den Placebo hinaus. Dementsprechend wird eine homöopathische Impfung niemanden schützen.
In der Homöopathie-Szene gab es in den letzten Monaten auch zahlreiche Angebote, wo propagiert wurde, dass man Impfungen irgendwie ausleiten müsse. Das heißt, es wurde behauptet, naja, wenn man sich impft, dann nimmt man eben ganz viele schädliche Stoffe auf. Und deshalb müsste man diese irgendwie ausleiten, beispielsweise durch Salzlösung oder homöopathische Produkte wie etwa Impfnosoden. Ja, und da gab es unter anderem dieses schöne Zitat aus einer Recherche von MedWatch, dass eine Heilpraktikerin hat da geschrieben: Mit der zweimaligen Gabe der Impfnosode bereite ich meine Patienten auf die anstehende Impfung vor. Ein paar Wochen nach dem Ende der Impfserie wird eine dritte Behandlung mit aufsteigenden Potenzen durchgeführt. Aufsteigende Potenzen, also noch wirkungsloser als wirkungslos. Und sie soll verhindern, dass durch eine systemische Störung tiefgreifende gesundheitliche Schäden eintreten. Also da muss man auch ganz klar sagen, Hauptsache geimpft, ne? Also weil der eine oder andere sich sagt, naja, wenigstens impfen sich die Leute. Das Problem ist, dass damit suggeriert wird, Impfungen seien schädlich. Ja, und ohne die Zusatzbehandlung aus der Homöopathie wäre das eben bedrohlich für den Körper. Es gibt auch Webseiten, wo beispielsweise dazu geraten wird, nach Impfungen Heilfasten zu machen oder eine Ernährungsumstellung oder aber die schädlichen Stoffe einfach in der Sauna auszuschwitzen. Der gute Professor Schwobelstein ist auf eine ganz interessante Nachricht gestoßen. Da hat jemand geschrieben: Gestern Mittag habe ich bei meinem Vater den fehlenden Ätherkörper bemerkt. Heute habe ich durch einen Aufruf erfahren, dass er gestern Morgen geimpft wurde. Eine Freundin riet mir, es mit Aurachirurgie zu versuchen. Also habe ich die DNA geöffnet, dieses Ding herausgeholt, die DNA repariert, die Aurakörper wieder verbunden und der Ätherkörper ist wieder da. Ich habe es von meiner Seelenschwester nachprüfen lassen, weil ich dachte, das ist Wunschdenken, aber es stimmt. Naja, wenn die Seelenschwester es sagt, dann stimmt es natürlich bestimmt nicht. Aber jetzt muss man wissen, Aura und Gedankenchirurgie ist auch etwas, das im Kontext Corona durchaus Verbreitung findet. Und dahinter steckt eben der Glaube, dass man allein mit Gedankenkraft durch Visualisierung Krankheiten besiegen kann. Ja, und wenn man mal so einen Aura-Chirurg bei der Arbeit beobachtet, ist das durchaus skurril. Ne? Das sieht nämlich so aus, als würde jemand vor einem Patienten in der Luft rumfuchteln, mit Skalpell, mit Schere, ne, und halt so tun, als würde er irgendwas operieren. Aber ja, eigentlich schneidet nur Luft, ne, und behauptet dann hinterher, naja, ich habe deine Aura repariert. Und auch aus diesem Zitat, ne, also diese Annahme, man könne die DNS irgendwie per Gedankenkraft reparieren. Das ist etwas, das durchaus auch in der Esoterik-Szene in vielen Kreisen verbreitet ist. Bei einer kurzen Online-Recherche in einem größeren Audiobook-Portal bin ich etwa auf ein Audiobook gestoßen, wo einem suggeriert wird, man könne nach dem Zuhören seine DNS einfach verändern. Ne? In der Produktbeschreibung heißt es: Nur der feste Entschluss, den Weg der Erkenntnis und des Wissens zu gehen, kehrt die linksdrehende Rotation eurer DNS in eine rechtsdrehende um. Erst dann wird die vollkommene und vollständige 12-Strang-DNS sichtbar. Ja, aber kommen wir nochmal zum Thema Impfung zurück. Problematisch ist, dass tatsächlich in der Szene verbreitet wird, Impfungen seien schädlich, Punkt 1, und Punkt 2, Impfungen seien auch ansteckend. Ja, und das führt auch teilweise dazu, die Hannoversche Allgemeine hat etwa über einen Fall berichtet, dass Ärzte in Lüchow Geimpften den Zutritt zur Praxis untersagt haben. Wahrscheinlich steckt dahinter der Glaube, dass Impfungen irgendwie gefährlich oder ansteckend seien. Und in der Szene sorgte das halt, sag ich mal, für Außenstehende sorgte das erstmal für Erheiterung, ne, weil in Telegram-Gruppen verbreitet wurde, ne, haltet euch von Geimpften fern, zumindest die erste Woche oder halt auch für immer, weil die haben angeblich eine dunkle Aura oder gestörte Energiefelder. Ne. Und teilweise wurde sogar Abstand halten und Maske tragen empfohlen. Ne. Also das, was wir uns die ganze Zeit gewünscht haben, eben auch vom verschwörungsideologischen Milieu. Und da kann man natürlich erstmal denken, so, naja, ist das nicht vielleicht auch eine interessante Strategie, um Menschen dazu zu bewegen, Abstand zu halten und Maske zu tragen? Ja, leider eher nicht, ne? Weil man muss sich klar machen, wenn Menschen so etwas glauben, dann führt das natürlich zu einer
massiven Isolation. Sie werden mit Ungeimpften nicht mehr in Kontakt treten, Abstand halten und dementsprechend auch eher den Kontakt dann nur noch zu Gleichgesinnten suchen, die ihnen ganz bestimmt ihre Verschwörungserzählungen oder ihre esoterischen Überzeugungen nicht ausreden werden. Und das kann natürlich zu massiven Konflikten in der Familie führen. Also man stellt sich vor, da ist ein Elternpaar, einer entschließt sich, sich zu impfen, der andere nicht. Da wird natürlich totaler Druck ausgeübt, dass diese Impfung nicht stattfindet, weil der andere natürlich Angst hat, sich dadurch anzustecken. Und von daher muss man sagen, das ist brandgefährlich, das ist überhaupt nicht lustig und das sollte man auch nicht weiter verbreiten. Selbst wenn man glaubt, Menschen dadurch überzeugen zu können, Abstand zu halten und Maske zu tragen. Und es kam immer wieder auch zu Berichten auf Telegram, wo Menschen davon gesprochen haben, sie hätten tatsächlich körperliche Symptome, ja, in Anwesenheit von Geimpften. Da wurde beispielsweise geschrieben, so ja, ich habe dieses unangenehme Gefühl und ich habe Unterleibsschmerzen und stechende Kopfschmerzen, immer wenn Geimpfte in meiner Gegend sind. Und das ist wirklich sehr massiv aufgetreten. Das heißt, viele Menschen haben das verbreitet. Und da fragt man sich natürlich, gibt es eine wissenschaftliche Erklärung dafür? Und ja, die gibt es, nämlich in Form des sogenannten Nocebo-Effekts. Der Nocebo-Effekt, kennen viele nicht, ist der, ja, kann man sagen, böse Bruder des Placebo-Effekts. Das heißt, Menschen wirken nicht, also glauben nicht eine heilende Wirkung durch ein Placebo zu haben, sondern eben eine schädliche Wirkung. Ja, und es gab da ein ganz interessantes Experiment zum Thema Funkstrahlen vor einigen Jahren. Da haben Wissenschaftler im Rahmen einer Studie so Menschen gesagt, so, ja, jetzt haben wir die Strahlung angeschaltet, fühlst du schon etwas? Und dann haben Menschen, die sich selbst eben auch als sensibel darauf beschrieben haben, häufig in dieser Studie gesagt, so, ja, ich fühle schon diese typischen körperlichen Symptome. Das Interessante war aber, dass in diesem Experiment der Experimentleiter auch gezielt gelogen hat, um zu testen, ob das denn auch wirklich im Zusammenhang mit echter Strahlung steht. Und Fakt ist, die Menschen haben selbst dann diese negativen Effekte gespürt, wenn überhaupt gar keine Strahlung ausgesendet worden ist. Ja, zusammenfassend muss man sagen, Verschwörungserzählungen, Esoterik, alles harmlos. Naja, sehe ich durchaus kritisch. Also man kann das natürlich lustig finden, wenn sich jemand eine energetische Maske mit dem Titel Gottes Namen holt und die trägt. Naja, wenigstens trägt er eine Maske, kann man sich denken. Oder man kann es eben auch für absonderlich halten, wenn Leute Blue-Bullies nehmen zum Einschlafen und so weiter und so fort. Ich muss sagen, ich habe in den letzten Monaten meine Haltung zur Esoterik in der Medizin radikal geändert. Von naja, wenn Leute glauben, dass es ihnen hilft, lass sie doch hinzu, ich mache mir Sorgen. Denn solange Menschen gesund sind, wird es oft als unproblematisch gesehen, wenn jemand an spirituelle Heilung glaubt. Und das Problem ist, dass dann, wenn wir merken, hoch, das kann gefährlich werden oder das ist gefährlich, dann ist es oft schon zu spät. Wenn eine Person erkrankt, können für harmlos befundene Überzeugungen schnell lebensgefährlich werden. Und was mich besonders bedrückt hat, ist, dass nach der Veröffentlichung unseres Buchs zum Thema Verschwörungserzählungen von Pia Lamberti und mir uns tatsächlich auch Leute geschrieben haben, die gesagt haben, naja, also jemand aus meinem Umfeld, der hat an Verschwörungserzählungen zum Thema Medizin geglaubt und war auch so esoterisch unterwegs und ich habe das immer für harmlos gefunden und dann kam eben eine schwere Erkrankung und dieser jemand hat seine Tabletten abgesetzt, ja, und der ist dann an etwas gestorben, was ohne weiteres behandelbar gewesen wäre mit Medizin. Und von daher, liebe Leute, passt auf euch auf und passt auf euer Umfeld auf. Corona ist nicht vorbei. Und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Und wenn ich mir etwas wünschen kann zu Weihnachten, dann das. All I want for Christmas ist, dass Krankenkassen Homöopathie aus ihrem Leistungskatalog streichen. Ich finde es falsch, dass die Solidargemeinschaft nicht evidenzbasierte esoterische Verfahren finanziert, während Versicherte zum Beispiel bei Zahnersatz oder Brillen massiv zulassen müssen. Viele Grüße an meine Krankenkasse. Genau, ihr könnt weiterhin auch noch Fragen stellen und dann werden wir die dann genau gleich noch stellen. Allerdings habe ich jetzt eine erste Frage und zwar habe ich vor 4 Tagen einen Twitter-Thread von Katharina gelesen bei @katascha bei Twitter, wo sie darüber sprach, wenn man jetzt an Weihnachten mit Menschen im familiären Kontext in Begegnung kam, die sozusagen solchen Weltbildern anhängen, dass es ein Marathon sei und kein Sprint, die Menschen dort wieder rauszuholen. Und genau, jetzt wäre meine Frage an dich, Katharina, ob du das nochmal kurz erläutern könntest. Du hast da, glaube ich, viel aus dem aktuellen Buch gespoilert. Und genau, ob du das nochmal erläutern könntest, bitte.
Ja, also grundsätzlich muss ich sagen, es gab nicht nur positives Feedback auf diesen Twitter-Thread, weil einige meinten so, ja, mit Leuten, die an Verschwörungserzählungen glauben, mit denen breche ich, habe ich einfach den Kontakt abgebrochen. Ich finde, das ist auch natürlich eine nachvollziehbare Entscheidung. Das muss jeder für sich selbst wissen. Ich kann allerdings natürlich auch verstehen, weil ich kenne einfach auch viele Geschichten, wo es um jemanden geht, den man einfach schlichtweg liebt. Ja, also ne, die eigene Mutter, den eigenen Vater, da ist es nicht einfach so einfach zu sagen, so naja, wir haben jetzt eine unglaublich gefährliche Pandemie, mach mal, was du willst, ist mir egal, sondern die Menschen machen sich einfach Sorgen. Ne? Und genau darum geht es in diesem Thread, um diese Situation, wo es eben jemanden gibt, den man nicht einfach so aufgeben möchte. Und da muss man sich klar machen, naja, wenn jemand an Verschwörungserzählungen glaubt und wirklich fest glaubt und nicht einfach etwas aufgeschnappt hat, dann ist das eigentlich immer ein Marathon und kein Sprint. Das heißt, oft glauben Menschen so, naja, ich habe eine Diskussion geführt und danach hat der andere mir nicht zugestimmt und dann sind sie ganz bedröppelt und denken so, ja, ich bin gescheitert, ja, also ich habe hemmungslos verkackt. Und dazu muss man einfach sagen, naja, das ist total normal, dass man dieses Gefühl hat, ja, also es wäre ja naiv zu glauben, jemand hat sich über Monate hinweg in irgendetwas reingegraben, hat vielleicht auch sein komplettes soziales Umfeld umgestellt und auch krasse Entscheidungen getroffen und dann durch eine Diskussion gibt er das einfach auf, ne? Also man muss sich klar machen, wenn Leute tief drinstecken, dann dauert das oft extrem lange und besser als in so Diskussionen reinzugehen und sich vorzunehmen, ich muss das jetzt gewinnen, ist eigentlich sich zu denken, so naja, was ist eigentlich ein realistisches Ziel für die nächste Stunde Diskussion, die ich habe. Ja? Also nicht so denken, ich muss den anderen jetzt unbedingt so schlagen in der Diskussion, das artet dann meistens in Schreierei oder Streitgespräch raus, sondern sich eher überlegen, naja, was für gesunde Impulse kann ich reinbringen? Also vielleicht mal eine gute Studie zitieren, den anderen auf Ungereimtheiten aufmerksam machen, eine Frage stellen und so weiter und so fort. Und was auch, man muss sich klar machen, dass die Ratio, na, also Fakten, das ist immer nur ein Teil dessen, worum es wahrscheinlich dem anderen auch geht. Wir wissen aus psychologischen Studien, dass Verschwörungserzählungen sich auch sehr geschickt an Bedürfnisse andocken, die wir alle mehr oder weniger ausgeprägt haben. Also solche Geschichten geben einem das Gefühl, ich bin besonders, ich habe den Durchblick. Man hat vielleicht auch Selbstwirksamkeitserfahrungen in Gruppen. Das ist auch so eine Art Heldengeschichte, die man sich und anderen erzählen kann. Und Beratungsstellen, also vor allem auch Sektenberatungsstellen, die auch viel im letzten Jahr zu dem Thema beraten haben, sagen auch immer wieder, naja, treten Sie mal zwischendurch einen Schritt zurück und überlegen Sie sich, was macht das für den anderen so attraktiv? Also welche Bedürfnisse werden da gestillt? Und gibt es eine Möglichkeit, wie ich dieses Bedürfnis auf eine gesunde Art und Weise stillen kann? Also so ganz einfaches Beispiel, wenn jemand dadurch plötzlich einen neuen Freundeskreis gewinnt, ne, von Gleichgesinnten, die einen eben akzeptieren wegen der Verschwörungserzählung, kann ich dem etwas entgegensetzen, sag ich mal, eine Gemeinschaft, wo der andere akzeptiert wird, auch ohne Verschwörungsglauben. Und das sind aber elendig lange Strategien. Und da muss man sagen, es ist total in Ordnung, wenn jemand sagt, ich habe dafür gerade keine Kraft, gerade in der globalen Pandemie. Oder wenn man sagt, naja, der andere hält sich so oft nicht an Absprachen, beschimpft mich, macht so unerwünschte Bekehrungsversuche. Das geht einfach nicht. Ja, also jeder muss selbst entscheiden, wie lang er diesen Kampf sozusagen kämpfen will. Klar ist aber, dass Beratungsstellen eigentlich immer sagen, naja, wenn ihr jemanden da rausholen wollt, ist es gut, zumindest auf emotionaler Ebene den Kontakt so lange wie es geht zu halten, weil man sonst eben auch so Effekte hat, die man von Sekten kennt. Ja, also die Gruppen wollen ja oft oder unterstützen das sehr stark, dass man Kontakt zu Andersdenkenden abbricht, weil einem dann keiner auch mehr ja reinredet oder gegen die Verschwörungserzählung argumentiert. Und wenn das komplette Umfeld sich abwendet, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass derjenige dann von alleine da rauskommt. Aber wie gesagt, das ist eine Abwägung, das muss jeder für sich entscheiden. Und klar ist auch, bei Antisemitismus und Rassismus muss man immer ganz klar reingehen und da auch eine Grenze ziehen und sagen, so du, das geht nicht. Ja, vielen Dank. Genau, und jetzt würde ich dann zu den Fragen kommen. Die erste Frage ist, ob diese Nähe zwischen Esoterik, Verschwörungsblabla bis hin zu rechtsradikalen Ideen auch außerhalb des deutschsprachigen Raumes so stark verbreitet ist. Ja, also im Zuge von QAnon, das hatte ich ja im Vortrag auch schon angesprochen, muss man sagen, dass da ganz viele unterschiedliche Milieus einfach zusammengeflossen sind. Was auch zu beobachten ist, dass gerade Verschwörungserzählungen zum Impfen sehr stark anschlussfähig sind an esoterische Gruppen oder auch
evidenzbasierter Medizin feindlich eingestellte Gruppen Anschluss gefunden haben, die vorher schon Verschwörungserzählungen zum Thema Impfen verbreitet haben. Also vielen ist einfach auch nicht klar, dass es sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern wie Niederlande, Frankreich, aber auch den USA da durchaus auch finanzstarke große Netzwerke gab. Also es gab eine Demo letztes Jahr in Berlin, da hat die Querdenken-Gruppierung eben auch einen gewissen Herrn Kennedy eingeladen, der tatsächlich auch verwandt ist mit dem verstorbenen Präsidenten und der zum großen Unmut seiner kompletten Verwandtschaft Verschwörungserzählungen zum Impfen seit Jahren verbreitet. Und der hat das jetzt im Zuge von Corona natürlich verknüpft mit neuen Narrativen, die es da gibt. Aber eigentlich ist die Community die ihn eben auch als Helden feiert teilweise, die ist halt schon deutlich älter als Corona. Okay, vielen Dank. Die nächste Frage wäre, wie kann man bei der Recherche vermeiden, einen Knoten im Kopf zu bekommen? Denn die Logik der ganzen Verschwörung ist irgendwie anstrengend zu verfolgen, oder? Ja, also ich muss sagen, so Recherchen sind ein zweischneidiges Schwert. Also der erste Impuls von vielen Menschen ist halt zu lachen, ne, oder es unterhaltsam zu finden oder sich drüber lustig zu machen. Das Ding ist aber, dass im Zuge unserer Buchrecherchen wir einfach in Kontakt gekommen sind mit so vielen Menschen, ne, Angehörigen, Freunden, Familienmitgliedern, die einfach auch Menschen aufgrund von solchen Dingen verloren haben. Und was für mich ein großer Antrieb ist, ist halt einfach schlichtweg Wut. Ne. Also eine Folie hat etwa eine Maske gezeigt, wo man irgendwie sagt, naja, das ist irgendwie der Atem Gottes und die kann man sich kaufen, wo man sich denkt, so ja, ist ja harmlos, zahlen die Leute halt viel zu viel Geld für so eine hässliche Maske. Aber wenn man die Webseite kennt, weiß man, dass da halt unglaublich quatschige Produkte für einen unglaublich hohen Preis verkauft werden. Und das ist wirklich so ein sektenähnliches Mehrstufenmodell, wo Leuten eingeredet wird, du musst immer mehr Geld bezahlen, um quasi auf die nächste Stufe zu kommen und alles Übel in der Welt, was dir passiert, wird durch irgendwelche unsichtbaren Energien verursacht und wenn du hier dieses Engelsspray kaufst und dann noch die anderen 99 Essenzen und noch die Fortbildung, dann kommst du da raus. Und wenn man sich einfach klar macht, was für ein Elend das bei Leuten verursacht, dann bleibt zu mir, also mir zumindest halt wirklich das Lachen auch im Halse stecken. Ja, ich würde gerne an der Stelle noch vielleicht auf Arne Vogelgesang verweisen, der dieses Jahr bei der Böll-Stiftung einen Workshop darüber gehalten hat und der da auch total tief immer einsteigt in diese Geschichten und wie er damit umgeht. Genau, würde ich sehr empfehlen. Die nächste Frage. Gibt es Statistiken oder Eindrücke zu besonders anfälligen Berufsgruppen, Fachgebieten, Altersgruppen für faktenfreie Inhalte? Denn in Klammern, in meinem eher akademischen Umfeld sind vor allem Sprachwissenschaftler betroffen. Ja, also ich kann jetzt aus dem Stegreif keine solche Studie schütteln. Was interessant ist am Phänomen Verschwörungsglaube, ist allerdings, dass es schon quer durch die Gesellschaft geht. Also es gibt einzelne Untersuchungen, die deuten darauf hin, es gibt einen leichten Zusammenhang Bildungsabschlüssen. Hier muss man aber sagen, dass wahrscheinlich da nicht so sehr der Bildungsabschluss eine Rolle spielt, sondern eher, die Frage, wie sind Menschen gesellschaftlich gestellt, die einen niedrigeren Bildungsabschluss haben? Das heißt, man hat eher alltägliche Kontrollverlustsituationen, man landet vielleicht eher in schlecht bezahlten Jobs. Und es gibt eben einen wissenschaftlich messbaren Zusammenhang zwischen Kontrollverlustsituationen und der Neigung an Verschwörungserzählungen zu glauben. Und interessant ist auch, dass es sich hierbei gar nicht um einen objektiven Kontrollverlust handeln muss. Ja, man kann ja beispielsweise sagen, wir alle haben einen Kontrollverlust in der Pandemie erlebt. Also unser komplettes Leben wurde einmal umgekrempelt und wir mussten uns erstmal wieder irgendwie finden. Ja, oder sind immer noch im Prozess. Aber es reicht schon, wenn Menschen subjektiv das Gefühl eines Kontrollverlusts haben. Das kann beispielsweise dazu führen, dass auch Menschen, die super finanziell gut situiert sind, total gebildet sind, aber vielleicht eine komische politische Einstellung haben, dass sie beispielsweise Migration als Kontrollverlust wahrnehmen. Ja, das kann eben dazu führen, dass sie empfänglicher werden für Verschwörungserzählungen. Und interessant ist auch, es gibt Studien, die kommen auch international zu dem Ergebnis, dass Menschen, die eher sich rechtspopulistischen oder rechtsextremen Parteien zuwenden, dass sie eben auch deutlich empfänglicher sind für Verschwörungserzählungen. Und oft irritiert es viele Menschen, dass gerade auch dass einige Mediziner sich so Querdenken angeschlossen haben, beispielsweise bei den sogenannten Ärzten für Aufklärung und massive Falschmeldungen zum Thema Corona und Impfungen verbreiten. Und da muss man sich einfach auch immer wieder klar machen, wie viele Mediziner es eben auch schon vor der Pandemie gab, die in ihren Praxen Quatschprodukte vertrieben haben oder vollkommene Quatschbehandlungen, ja, so esoterische Behandlungen, für die es null Evidenz gibt. Und da gibt es eben auch schon eine Überschneidung, jedenfalls bei den öffentlichen Figuren, die ich zumindest beobachte, eben aus dem esoterischen Milieu
und also aus esoterischem Pseudomedizinmilieu und ja, der Ablehnung von Impfen oder der Verbreitung von Verschwörungserzählungen zu Corona. Okay, danke schön. Die nächste Frage: Gibt es beobachtbare Sekten in der Rechtsesoterik, also zum Beispiel, dass Schutzrunen für Unfug befunden werden, weil ja jeder weiß, dass nur die 537534 das wahre Mittel gegen Corona ist? Oder wird das universell alles als gleichwertig empfunden? Also kannst du das nochmal wiederholen? Genau, also gibt es, ich finde es auch eine schwierig formulierte Frage, aber gibt es beobachtbare Sekten in der Rechtsesoterik? Ja. Also zum Beispiel, dass Schutzrunen für Unfug befunden werden, weil ja jeder weiß, dass eine gewisse Rune das einzig wahre Mittel gegen Corona sei. Oder wird das universell alles als gleichwertig empfunden? Also gibt es irgendwie verschiedene, ja, also, nochmal irgendwie in sich geschlossenere Bilder, die dann irgendwie nur auf diese eine Rune gehen, oder ist das eigentlich ein großer Haufen? Ja, es ist total uneinheitlich. Man kann genauso wenig sagen jetzt, ja, dass bestimmte esoterische Dinge halt universell in der rechtsextremen Szene sind, wie man das eben auch bei anderen Szenen sagen kann. Im Rechtsextremismus gibt es da unterschiedliche Spielarten. Was klar ist, ist, dass unterschiedliche esoterische Rituale gerade auch bei rechtsextremen Gruppierungen, rechtsextremen Sekten oft eine unglaublich große Rolle spielen. Also da wird auch immer gerne Bezug genommen zu angeblichen germanischen Ritualen. Da werden teilweise eben auch magische Rituale durchgeführt. Man verbreitet auch irgendwie so Pseudo-Glaube an alte vermeintliche Naturreligionen, wo man auch sagen muss, dass da auch viel dazu fantasiert wird. Das heißt, vieles ist ausgedacht und hat überhaupt gar keinen historischen Kontext. Und in der NSDAP hat Esoterik eben auch schon immer eine Rolle gespielt. Also die Esoterik ist teilweise eben auch aus Gruppierungen hervorgegangen, die eben ja einen sehr starken Esoterikbezug hatten. Ja, also bis hin, dass sie sich auf Helena Blavatsky beziehen. Das ist ja eine sehr bekannte Esoterikerin, die sogenannte Wurzelrassentheorie in die Welt gesetzt hat, die übrigens auch Rudolf Steiner übernommen hat in seinen Schriften. Also sie ist davon ausgegangen, es gibt unterschiedliche Menschenrassen in Anführungsstrichen und die einen werden höherwertiger und die anderen minderwertiger und die Ausrottung von bestimmten Menschengruppen wäre irgendwo eine karmische Notwendigkeit. Ja. Und sie hat ja eben geglaubt, dass Arya sozusagen die am weitesten entwickelte Menschenrasse in Anführungsstrichen wäre. Und das ist etwas, das findet man eben auch in unterschiedlichen rechtsextremen esoterischen Strömungen wieder. Was man auch oft wiederfindet, ist Antisemitismus. Ja, also auch so ein Bezug auf die sogenannten Protokolle der Weisen von Zion, so eine ganz alte, erstunkene und erlogene Hetzschrift. Da ist beispielsweise exemplarisch zu nennen die sogenannte Anastasia-Sekte. Das ist die größte sektiererische Gruppierung unserer Zeit in Russland, unglaublich weit verbreitet. In Deutschland gibt es einzelne Siedlungen oder so Projekte von Angehörigen dieser Sekte und der Gründer der Sekte schreibt eben auch in seinen Büchern, die da heißen die klingenden Zedern Russlands, davon, dass angeblich ja es eine jüdische Weltverschwörung geben würde und Juden sozusagen das Böse in der Welt ist. Und was interessant ist, ist da, dass eben auch oft bei Esoterik und gerade so im rechtsextremen Milieu Antifeminismus eine große Rolle spielt. Also die Anastasia-Gruppierung verbreitet beispielsweise, dass sobald eine Frau eine sexuelle Interaktion mit einem Mann hat und in Kontakt mit seinen Spermien kommt, sie sozusagen auf ewig geprägt ist durch diese Spermien. Das heißt, es wird auch so eine Form von Reinheit, also eine Keuschheit vor der Ehe gepredigt, aufgrund von esoterischen Überzeugungen, die halt hochgradiger Quatsch sind. Ja, und das wäre halt etwas aus Zeitgründen, hätte ich das eigentlich gerne auch nochmal in den Vortrag gepackt. Antifeminismus und Esoterik drücken sich da oft die Klinke in die Hand, weil man eben oft eben auch so Bilder verbreitet von klassischen Role Models. Ne? Also die Frau ist eher die Beschützerin. Ich war mal bei einer Schamanin auf dieser besagten Esoterikmesse, die hat mir beispielsweise irgendwie anhand von irgendwelchen Karten erklärt, ich hätte so ein super Talent für Inneneinrichtung. Ich möchte die Kamera jetzt an der Stelle nicht umschwenken. Ich kann nur verraten, wenn irgendjemand ein Talent hat, nicht für Inneneinrichtung, dann ich. Und da werden aber eben diese Klischees reproduziert. Und das führt natürlich eben auch, dass man, ja, wenn es ins Politische geht, das natürlich auch übernimmt. Und das muss man sich eben auch klar machen, dass Esoterik oder esoterische Gruppierungen, gerade Sekten, oftmals auch einen politischen Anspruch haben. Also man hat eben nicht so das
demokratische Bild einer Gesellschaft, sondern man glaubt wirklich, es gibt einzelne ausgewählte geistige Führer, die uns sozusagen in die neue Zeit, in Anführungsstrichen, führen können. Ja, und da gibt es so im Bereich der braunen Esoterik unglaublich viele Spielarten. Klar ist, dass rechtsextreme Gruppierungen einfach auch knallhart erkannt haben, glaube ich, selbst wenn die jeweiligen Anführer vielleicht nicht dran glauben, dass Rituale einfach auch eine gute Strategie sind, um ein gewisses Gruppengefühl zu erzeugen. Ja, was man ja wahrscheinlich spätestens am 6. Januar diesen Jahres in seiner größten Präsenz beobachten durfte beim Sturm des Kapitols. Die nächste Frage wäre, wie groß waren sind die Anfeindungen aus der Szene während der Recherche? Hast du da Eindrücke oder ja? Ja, also bei diesem Vortrag gab es jetzt keine konkreten Anfeindungen, weil ich im Homeoffice viel recherchiert habe oder mich auf Dinge bezogen habe, die wir eben vorher in unserer Recherche gesehen haben. Also ich habe zwei Bücher gemeinsam mit Pierre Lamberti zum Thema Verschwörungsglaube veröffentlicht und danach, nach der Veröffentlichung des ersten Buchs, ist es halt richtig rund gegangen. Also es gibt teilweise einzelne Artikel über uns beide oder über eine von uns beiden. Es gibt Videos in epischer Länge, wo irgendjemand erklärt, warum wir von wem irgendwie gesteuert werden. Und das führt natürlich dazu, dass man eben auch Drohungen bekommt, die gegen einen persönlich gerichtet sind. Und das ist schon etwas, was ich als lebenseinschränkend empfinde. Also natürlich werde ich mir von diesen Menschen nicht sagen lassen, was ich tue oder nicht. Also auch der Hinweis, ich bin natürlich in keinster Weise eingeschüchtert und werde das weitermachen, weil ich denke, solche Botschaften zeigen auch, wie dringend notwendig es ist. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass der ein oder andere Wissenschaftler, ja, oder Journalist, der vielleicht zu dem Thema veröffentlicht und sich nicht irgendwie emotional darauf vorbereitet hat, dass das passieren kann oder einfach auch überfordert ist mit dieser Wucht, dann vielleicht auch sagt, naja, dann äußere ich mich zu diesem Thema nicht. Also die selbst ernannten Verteidiger der Meinungsfreiheit tun eigentlich das Gegenteil. Also sie hetzen gegen Menschen, sie schüchtern Leute ein, die sich dann infolgedessen vielleicht auch gar nicht mehr öffentlich zum Thema Corona äußern werden, weil sie Angst haben, eben ins Fadenkreuz zu gelangen. Also ich kenne viele Journalisten, die von Corona-Demos berichtet haben in den letzten zwei Jahren oder anderthalb Jahren. Und viele haben eben auch ganz konkrete Gewalterfahrungen gemacht, ne? Dass sie sagen, ich bin nur knapp dem entkommen. Es kam zu Handgreiflichkeiten, weil ich habe einem Kollegen da rausgeholfen oder ich wurde beschimpft. Ne? Oder teilweise werden auch Adressen veröffentlicht, ne, dass man halt gar nicht mehr weiß, so kann ich überhaupt noch sicher hier leben, ne, oder muss ich mir eine neue Wohnung suchen. Und muss man einfach ganz klar sagen, das ist eine gewaltbereite Szene. Und so sehr ich dafür bin, wenn man auf Familienebene glaubt, da jemanden zurückzuholen zu können, dass man da in diesen Kampf geht. Ich glaube, auf gesellschaftlicher Ebene müssen wir ganz klar uns abgrenzen, eben auch aus Schutz oder aus dem Schutz der Betroffenen heraus. Weil wenn man sagt, naja, wir können ja ganz normal miteinander reden, auch wenn ihr andere Leute bedroht, dann setzt das natürlich eben ein Zeichen. Und das Zeichen ist, Werte und Normen werden an dieser Stelle nicht durchgesetzt und Leute können einfach hetzen. Und da muss man aus meiner Sicht einen ganz klaren Cut ziehen und auch sagen, nee, an der Stelle ist das Gespräch einfach mal vorbei. Da sollten die Strafverfolgungsbehörden einfach mal übernehmen. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Katharina, ich danke dir sehr, wir danken dir sehr von der Seabase und entlassen euch jetzt in die Nacht mit Musik von B. Bitte weitermachen und großer Respekt von allen Seiten hier, würde ich mal sagen. Und großen Applaus. Und vielen Dank fürs Organisieren, dass wir trotzdem einen Kongress haben. Super. Wunderbar. Und dann folgt jetzt Musik von B. Wie gesagt, ich glaube, das geht jetzt 2-3 Stunden bis spät in die Nacht. Viel Spaß dabei. Everything is licensed under a CC by 4.0 and it is all for the community. To download for everybody.